Willkommen zurück bei Expertenberaten. Jetzt wollen wir uns den TA 1200 von Rommelsbacher auch mal in der Praxis ansehen und schauen, ob der T-Automat uns überzeugen kann. Um ihn in Betrieb zu nehmen, stecken wir erst einmal den Stecker ein. Ein zweimaliges Piepen ertönt und das Display ist noch aus. Also das ist jetzt tatsächlich Standby, aber ist noch nicht in Betrieb. Zunächst befüllen wir den Tank. Das ist normales Leitungswasser, kaltes, wie es auch sein soll. Das wird hier oben eingegeben und verschwindet dann da unten durch das Siel. Hier haben wir die Wasserstandsanzeige. Jetzt sind wir bei 0,48 Liter. Dann machen wir noch ein bisschen mehr. So, jetzt sind wir bei etwas mehr als 0,6 Liter. Und das Wasser ist komplett verschwunden. Das heißt, wir dürfen den Deckel schließen. Nun folgt das Befüllen des Filters. Den Deckel ab. Für diesen Tee ist dieser Befülltrichter gedacht. Wir nehmen Kräutertee. Das ist ein Teelöffel pro Tasse und beziehungsweise ein Lot. Also ich nehme an, ein Lot wären dann zwei Teelöffel. Das ist ein Teelöffel pro Tasse, das heißt ein Lot für zwei Tassen. Wir haben jetzt ungefähr fünf bis sechs Tassen, die wir rausbekommen. Das heißt, wir brauchen da hier mal drei Lot voll. Machen wir auch gerne etwas stärker. Damit es nicht krümelt, haben wir dieses sehr praktische Befülltrichter. Füllen. So. Sehr praktisch. Hier haben wir jetzt im Inneren den Tee. Da passt noch eine Menge mehr rein, aber mehr brauchen wir gar nicht. Den setzen wir hier auf. Dann schließen wir das Ganze und setzen den Teefilter wieder an. Und zwar drücken wir zuerst das On-Menü, wie Sie das sehen können. Hier ist es jetzt in Blau angezeigt. Da haben wir Herbal ist ausgewählt direkt. Dann gibt es noch Black, Oolong, White und Green, Brew und Thyme. Wir wählen jetzt das Programm für Kräutertee, das ist Herbal. Wenn man jetzt mehrmals die On-Taste drückt, ich mache das mal von der Seite, damit ihr das sehen könnt, wandert man praktisch immer ein Programm weiter runter zwischen diesen fünf Programmen. Wir wählen Herbal aus. Die voreingestellte Ziehzeit sind 6 Minuten. Unser Tee sagt 5 bis 10 Minuten, das passt also. Könnte man sonst hier mit den Plus- und Minus-Tasten noch weiter anpassen. Die Tasten sind sehr leichtgängig und sauber verarbeitet. Wie auch das ganze Gerät sauber verarbeitet ist. Jetzt braucht man nur noch die Start-Stopp-Taste drücken. Das machen wir jetzt mal. Ein lauter Knall. Und jetzt müsste das Gerät 6 Minuten lang kochen. Wir schalten dann gleich nochmal zu, wenn das Gerät schon mal ein kleines bisschen Arbeit zeigt. Man hört jetzt schon, dass das Wasser erhitzt wird. Es wird jetzt auf 100 Grad kochend erheizt. Je nach Programm haben Sie ja dann die Wahl zwischen 100 Grad, 90 Grad, 85 Grad und 80 Grad. Und die Ziehzeit von 6 Minuten bzw. bei allen anderen Programmen 3 Minuten ist voreingestellt, die Sie mit den Plus-Minus-Tasten halt verändern können. Und die Wahl haben halt bei
bei Black, Oolong, White und Green sind 3 Minuten. Oh, jetzt hat es wieder geknackt. Das heißt, jetzt ist irgendein Arbeitsschritt gerade erledigt und der nächste wird eingeleitet wahrscheinlich. Ich schau mal, ob hier irgendwas heiß wird. Nein, es ist alles ganz kühl. Können wir dann später nochmal prüfen, wenn er denn was gekocht hat. Wir schalten dann gleich wieder dazu. Wie Sie jetzt sehen können, füllt sich gerade aus dem Tank das Wasser in den Filter. Und der Prozess des Kochens hat gerade begonnen. Genau nach einer Minute ist das Wasser von dem Tank in den Filter gelaufen und der Brühprozess hat jetzt begonnen. Jetzt haben wir noch 5 Minuten 20 Sekunden übrig, bis der Tee genug gezogen ist. So, nach der Hälfte der Zeit fühlen wir jetzt mal, ob sich was erhitzt hat. Ja, hier oben, das ist heiß, aber man kann es noch anfassen. Es ist sehr, sehr warm, sagen wir so. Die Seiten sind kühl. Hier, da wo das Wasser gekocht wurde, der Tank ist auch heiß. Die Verkleidung ist kühl. Und natürlich, die Kannen dann auch sehr heiß sein. Der Rest des Gerätes ist schön kühl. Die letzten 10 Sekunden sind angebrochen. Jetzt schauen wir mal, was gleich passiert. Eigentlich müsste dann die... Ah ja, jetzt geht's schon los. Jetzt wird der fertige Tee in die Teekanne gegeben. Und mit der Warmhaltefunktion können Sie dann eine halbe Stunde lang schön heißen Tee genießen in einer trinkbaren Temperatur. Schauen wir uns mal den Filter an, damit ich ihn nehmen kann. Das ist noch ein kleines bisschen Restfeuchtigkeit und ansonsten ist alles sehr sauber. Das heißt, es sind keine Teeblätter im Gerät verblieben. Und da man alle Teile auch herausnehmen kann, wird auch die Reinigung sehr einfach sein. Da hat der Hersteller empfohlen, einfach mit etwas Spülmittel und heißem Wasser auszuwaschen und das Gerät selber mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Die Verarbeitung des Gerätes ist vorbildlich. Also ich kann hier keinerlei Macken erkennen. Und die Form der Teekanne ist auch so, dass der Ausguss tropfsicher ist. Und Sie sehen, haben wir jetzt einen wunderschönen goldenen Kräutertee, der ganz herrlich duftet. Also mich konnte dieser Teeautomat aus dem Hause Rommelsbacher völlig überzeugen. Es ist ein sehr gutes Gerät und hochwertig verarbeitet. Die Bedienelemente sind einfach, leicht selbsterklärend eigentlich und gut zu bedienen. Das Display ist schön blau ausgeleuchtet und auf den Standfüßen hat er auch einen sehr, sehr festen Stand. Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen den TA1200 Teebereiter bzw. Teekocher aus dem Hause Rommelsbacher behilflich sein und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen bei Experten beraten.